Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ersten Let's Play Metin 2. In Metin heiße ich Blue Fight. Momentan bin ich mit dem Farmer unterwegs, Blue Farm. In diesem Video wollte ich euch einfach nur mal zeigen, wie es ablaufen kann, wenn man sich einen Farmer macht oder mit dem Hauptaccount am Farmen ist. Und ja, also ich wollte jetzt nicht einfach Level 1er neu anfangen und da zeigen, oh, jetzt muss man so und so leveln oder so, das sollte wohl jeder hinkriegen. Nur bei vielen ist ja die Frage, leveln ja, aber ohne Geld, was soll man da machen? So, und da habe ich mir gedacht, komm, machst ein Farmvideo. So, momentan sind wir hier in Map 2, CH4. Und ja, immer typisch wieder die Hacker hier. Und suchen wir uns mal ein paar Mädchens. So. Wollte noch eins sagen, was ich ungern eigentlich sage, ist natürlich abonniert mich, um weitere Videos von mir zu sehen. Daumen hoch, Favo und sonst bewertet das Video so, wie ihr es findet. Falls die Qualität nicht so dolle sein soll, ich nehme nur mit Hypercam 3 auf. Und ja, ich hoffe, es passt alles. Und ich werde natürlich auch andere Videos machen. Ich möchte nur euch gerne fragen, welches Video ihr gerne sehen würdet. Ist es auch mögt ihr Ab-Videos zum Sachen Appen oder so? Oder nur Farm-Videos oder allgemeinen Videos? Oder möchtet ihr nur sehen, wie ich PvP, also Duelle mache? Oder nur Level? Schreibt das bitte in den Kommentaren, wie ihr das gerne haben möchtet. Und ja, ich gucke dann, wie ich das mache. Wie lange ich bei Mädchen spiele oder wie lange ich momentan auf den Server spiele, werden sich bestimmt einige fragen. Momentan bin ich bei 3 Monaten dabei, spiele aber nicht stark, also ich spiele schon oft, aber jetzt nicht so 24 Stunden lang. Ich habe mir jetzt nur einen Farmer gemacht, weil es einfach viel einfacher ist, statt mit dem Hauptaccount da rumzugurken. Aber dann kann ich mit einem Farm Young holen und mit dem anderen kann ich leveln. Ich entscheide mich im oder ich habe mich wieder entschieden für Main als auch Farmer als Körperkrieger zu nehmen. Weil mit Körper haust die Mates eigentlich schneller kaputt. Manche nehmen Waffensucher. Einerseits schön und einerseits auch nicht schön. Waffensucher sind, ja, haben auch verzauberte Klinge, die macht auch schön Schaden. Aber das Equipment muss man dann alles umstellen zu Sura und so und können nur Einhandwaffen tragen. Guck mal, haben wir schon mal mit der Schwärze. Und da ich ja schon Equipment habe, ist es für mich dann einfacher. So, erstmal Fünfeck anziehen. Mein Equipment ist nicht gerade besonders gut. Also es reicht für mich auf jeden Fall. Haben hier die Lederstiefel mit. Also Lederstiefel plus 4 mit 2 Chancen auf Pfeil ausweichen, das ist relativ gut hier bei den Bögis, obwohl sie mir gar keinen Schaden machen oder bei Eifersucht-Mädchen. Dann habe ich eine Jadekette mit Young Drop 4% und TP-Rack, ist relativ okay. Ein 5-Eck plus 6 nur, mit 4 Untoten, was man eh nicht braucht hier. Ein Eisenheim plus 8. Ein Tipp plus 9 mit Hass plus 3, finde ich einerseits okay. Na gut, die Kriegssense plus 4 ist jetzt nur übergangsphasenmäßig. An den Königstiger nehme ich. Ich könnte auch andere Tiger nehmen, ich finde den Königstiger am Anfang zum Leveln oder zum Farmen am besten, bis man Level 35 ist. Guck mal, ja, die 20% der XP dazu kriegt. Ja, dann die Ohrringe auch nur plus 4. Und ja, recht gutes Armband, würde ich sagen. Mit 15 Widerstand, 20 ESO, 6 Tiere, 2 KTP und 6 Magie, der haut schon rein. Moment, ich zeige euch den Reck auch mal ganz kurz. Wenn man auf das Pferd wieder steigen. Siegel. So, der Reck ist relativ auch okay. Vor allem gegen die Agro-Farmer. Also Reck plus 9, 33 DSS, 4 Ork, 6 Stärke, 1 Ohnmacht. Monster plus 4 erstmal wegen den Metin. Dann habe ich mir gedacht, klopfst du dann Krieger rein. Dann ist aber auch gegen die Agro-Farmer gut, weil ich mag Agro-Farmer nicht so. Nicht, weil sie mich immer kaputt hauen oder so. Sondern weil einfach keinen Sinn hat, die Leute von den Mädchen wegzukloppen. So, wer droppt, der droppt und wer nicht, der nicht. So. War wohl leider jetzt nichts drin, obwohl man mit Level 29 gut droppen sollte. Ja.
So, jetzt gucken wir mal weiter hier mit 2. Ich spiele im blauen Reich, da steht aber alles in den Kommentaren. Ach, Kommentaren sag ich schon. Im Infobereich, in der Beschreibung wird alles drinstehen, weil ich wie ich spiele, auf welchem Server, welche 3. Oh, boah, haben wir ein Glück. 2 Mädchens nebeneinander. Oh, ist das nicht schön, Leute? Das ist nice. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Ich hatte noch mal den Fall, da waren 2 Mädchen genau nebeneinander. Konnte ich beide gleichzeitig kloppen. Ich hoffe, sieht nicht so gut aus. Aber auch nur 226 Dell. Für jeden einen schreibt der und dann schreibe ich so, yo. Wenn wir wohl ein eigenes abkriegen, aber mit einer Rec kriegen wir eh 1000 Mal schneller hin. So ist es ja nicht. Und wenn wir die anderen Sachen anziehen, dann ist es kein Problem. Jetzt müssen wir am Anfang noch ein bisschen porten. Aber mit 35 oder geht's ruckzuck hier. Also das mache ich auch nur noch 300 Schaden mit einer Kriegssense plus 4. Und noch nicht mal das ganze Equip an. Aber mit einer Rec oder hau ich bestimmt schon locker 800 rein. Wie bei meinem Hauptaccount. Und ja. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein, was ihr besser möchtet an Videos, ob Farm-Videos, Up-Videos etc. Schreibt dann einfach mal rein, eure Ideen, eure Vorstellungen. Wenn ihr auch Verbesserungen habt, schreibt dann einfach rein, ich bin für alles offen. So. Schon mal 2 Mädels gekloppt mit Geisterschlag, Stammtag. Ich bin einer, der sammelt eigentlich alles, fast alles. Zum Beispiel hier auch Heu und Schuriken, die kann man eigentlich generell gut gebrauchen. Vor allem, zum Beispiel Leute tun Sachen einfach auf Boden schmeißen oder verkaufen sie. Ich mache es ganz anders. Ich mache mir einen neuen Account, pack da die ganzen Absachen drauf und Quests und was nicht gesagt Sachen. Und wenn ich zum Beispiel ein Item-Upgrade mache, beim Spiel irgendwas aufpumpen möchte oder mit Segis, tue ich die Sache auf einen anderen Account und tue dann die Sachen aufpimpen. Und was mir dann fehlt, kaufe ich dann nach. Und so spare ich einerseits relativ Geld. Ich hatte nicht einsehen, immer mehr neue Sachen zu holen. Mal kurz hier. Böges wegkloppen. Ah, nein, hat's uns zerrissen. Scheiße. Ich bin tot. Jawohl. Ist ja noch Level 29. Ich habe keinen Bock auf die anderen Sachen zu bauen. So. Das klappt schon, das kriegen wir hin. Das ist kein Thema. Das geht, das klappt. Läuft super. Und schon sind wir wieder dran. Oha, mach nicht viel damit. Oh, 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 oh. Ich bin missgeboren, Baby. Nein, schon wieder tot. Ich werde nicht mehr. Na gut, wir haben ja auch. Ich bin voll auf SDR geskillt. Manche sagen, das ist total falsch. Ich finde das Bestmöglichkeit. Warum auch Stärke? Dann kommt man die Medien schneller runter. Die Fertigkeiten sind stärker. Na gut, man geht selber sehr, sehr schnell down, wenn man nicht das richtige Equip hat, aber ich habe ja noch nicht mal alles an, also von daher. So. Ich lauf weg, weg. So. Ein Stückchen laufen. Und so. Kriegst du uns an. Mit einer Rekta wird da ruckzuck gehen. Da. One Hit, dann liegen die alle. Aber eine Kriegssense ist etwas schwieriger zu kloppen. So. Nein. Tot. Ich guck gerade auf die Uhr. Ich glaube, das Video läuft schon 8 Minuten. Ich werde jetzt aber versuchen, noch den Mädchen hier kaputt zu kloppen. Wer sich mal hier drum kümmern? Alfredo, mach, hau kaputt. So. Mann, ist das scheiße. Also für jeden Spieler, du kriegst dann, da kannst du in der Tonne kloppen. Außer sie ist plus, ne, was aber relativ selten ist. So. Wir sind ja bald Level 30, so sind ja nicht. Das Ende mit dem Low Damage. So.
So ist jetzt schon viel besser. Obwohl 300 Damage finde ich schon nicht schlecht, ne? So, und jetzt können wir den Mädchen schneller down. Typisch Akku-Kommer. Ändern wir das gerade mal. Feindlich. So Leute hasse ich eigentlich. Oder einfach. Ich hasse ich einfach so Leute, die sich Akku machen. Oder Mädchens klauen. Zum Beispiel jetzt da. Sowas finde ich ist nicht richtig. Leute. Ja, gut. Einfach zu beklauen, die Akku-Kommer auch. Die aus ihrer. Ja, möchte gern Stärke, sag ich jetzt einfach mal so. Leute da, die Mädchen dann wegzuhauen und die FBs dann zu klauen, was bestimmt bei fast jedem schon mal vorgekommen ist. Ist bei mir anfangs auch vorgekommen, wo ich noch nicht so stark drin war. Aber jetzt mit meinem Hauptaccount oder so macht das keiner. Wie zum Beispiel er jetzt hier. Einfach mitkloppen. Und also ich finde es aber nicht richtig schlimm einfach. Aber gut. Hat sie ja bald ein Ende, die Meter schneller down. Hat sie jetzt mit 300 Damage. Kriegen sie später 800 dran. Wir kriegen ja gut XP hier. Relativ gut. Und nur. Ha! Genatzt. Oh, Pfeilregen. Naja. Hätte besser sein können, aber. Gut. Dann verabschiede ich mich mal von euch. Ich hoffe, ich habe euch viel weiterhelfen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bewertet es bitte natürlich gut und abonniert mich. Und ja, wir sehen uns, ne? Haut rein, Leute. Ciao.